In diesem Video wollen wir euch zeigen, was es mit dem Thema Modellierung auf sich hat und wie man es in verschiedene Unterrichtsgegenstände einbinden kann. Mein Name ist Andreas Polin. Und mein Name ist Marianne Rohrer. Und die Aufgaben, die wir hier vorstellen werden, drehen sich alle um das Thema Stop Motion, eine Filmtechnik, bei der aus einzelnen Bildern eine Art Trickfilm entsteht. Nun, Modelle findet man überall. Ein Globus als Abbild der Welt, ein Lageplan oder Stadtplan als Abbild einer Stadt, Zeichnungen eines Autos, ein Haus aus Legosteinen. Und denken wir doch nur an Minimundus, der kleinen Welt am Wörthersee. Die Modelle dort unterscheiden sich von der Wirklichkeit in ihrer Größe und dadurch, dass einige Teile weggelassen wurden, wie etwa der Motor in einem Auto oder die Heizung in einem Haus. Sie vereinfachen und zeigen uns aber alles, was uns als Tourist interessiert. In der Informatik stellt ein Modell ebenso eine Abstraktion der Wirklichkeit dar, und zwar mit dem Zweck, eine Aufgabe oder ein Problem dadurch einfacher zu lösen. Es erlaubt Fragen an das Modell und kann vielerlei Gestalt annehmen. Es können zum Beispiel informatische Bäume sein, die uns helfen, Informationen wie den Morse-Code für einen Buchstaben schneller zu finden. Es können Diagramme oder Skizzen sein, um komplexe Situationen zu verstehen. Manchmal sind es auch mathematische Ausdrücke, je nachdem, auf welchen Aspekt oder Eigenschaft man sich konzentrieren oder welches Problem man lösen möchte. Wie schon erwähnt, so gibt es eine Vielzahl an Notationen, die man verwenden kann, um Modelle zu beschreiben. Grafische, semigrafische und textbasierte. Vieles hat sich seit den Anfängen der Informatik auch weiterentwickelt. Sogenannte Standardnotationen kommen und gehen. In weiterer Folge sehen wir uns aber zwei Diagrammarten an, die seit langem im Einsatz sind, vielfach verwendet werden und die wir später in den Beispielen öfter benötigen werden. Es sind dies das Gegenstandsbeziehungsmodell oder auch Entity Relationship Diagramm genannt und Aktivitätsdiagramme. Dieses Diagramm gibt es in verschiedenen Formen. Wir verwenden hier die Variante, die Peter Chen, der Entwickler der Diagrammform 1976, verwendet hat. Ein Diagramm besteht dabei aus sogenannten Entitäten, als Rechtecke dargestellt, die materielle oder immaterielle Objekte entsprechen. In unserem Beispiel eine Magierin, ein Hund und ein Drache. Nun, Objekte können zueinander in Beziehung stehen. Diese werden im Diagramm durch Linien bzw. einer Raute, die den Zusammenhang darstellt, ausgedrückt. In unserem Beispiel rettet die Magierin den Hund bzw. entführt der Drache den Hund. Bei Beziehungen, die nur in einer Richtung funktionieren, ist es hilfreich, Pfeile für die Leserichtung anzugeben. Letztendlich können Entitäten und auch Relationen Eigenschaften bekommen. Diese werden in Form von Ellipsen an die Elemente angehängt. In unserem Beispiel hat der Hund einen Namen und auch einen Wohnort. Aktivitätsdiagramme sind eine von mehreren Diagrammarten, die mit der sogenannten Unified Modeling Language, kurz UML, vereinheitlicht wurden. Die Entwicklung geht in die 1990er Jahre zurück und fand mit der objektorientierten Programmierung starke Verbreitung in der Lehre und in der Industrie. Aktivitätsdiagramme beschreiben das Zusammenspiel einzelner Schritte. Man zieht sich den Kontroll- und Objektfluss an, um eine konkrete Aufgabe zu erfüllen. In unserem Beispiel sind die einzelnen Schritte bzw. Aktivitäten als abgerundete Rechtecke gezeichnet und Pfeile geben die zeitliche Abfolge an. Im Rechteck steht die Bezeichnung der Aktivität. Der Beginn des Ablaufs wird durch einen kleinen, ausgefüllten Kreis symbolisiert. Man nennt ihn den Startzustand. Und das Ende wird durch einen vollen Kreis in einem Kreis dargestellt. Dies ist der Endzustand. Man erkennt, was passiert. Zunächst verschwindet Poppy, der Hund, die Magierin erkennt das Verschwinden und so weiter. Schlussendlich dankt der Prinz der Magierin, bevor die gesamte Aktivität endet. Wie man das alles nun verwenden kann, zeigt euch Marianne im nächsten Video.